Das ist Musik, die lässt sich finden auf einer DVD, die vor einiger Zeit erschienen ist. Der neue Mensch. Aufbruch und Alltag im revolutionären Russland. Das sind Filme, die zwischen 1924 und 1932 entstanden sind, alle in der Sowjetunion. Und über die wollen wir nun gleich reden, denn es gibt unzählige Bücher und eben auch Filme zum Thema 1917, 100 Jahre russische Revolution. Wir wollen in unserer Radioreihe einmal pro Sendung so eine Art Besprechung über solche Bücher oder eben Filme stattfinden lassen. Dazu begrüße ich am Telefon in Hamburg Roger Behrens. Hallo Roger. Hallo. Roger, das Einfachste vorweg, was finden wir denn für Filme auf dieser DVD? Also das Wichtigste hast du ja gerade schon gesagt, es sind Filme, die in der Sowjetunion produziert wurden, dort auch gezeigt wurden. Wenn man das schon sagt, hat man einen ganz anderen Blick oder ganz andere Voraussetzungen, als wenn man jetzt sagen würde, Filme, die in den Vereinigten Staaten oder irgendwo in Europa zu der Zeit produziert wurden, nämlich diese Filme haben eindeutig in jeder Hinsicht einen politischen Charakter. Also es sind politische Filme von ihrem Inhalt, von ihrer Intention. Aber alleine die Tatsache, dass sie eben in einer Gesellschaft des Aufbruchs produziert wurden und für diese produziert wurden und auch Themen der Probleme aufgreifen, das zeugt eben von ihrem politischen Charakter, über den wir sicherlich gleich noch reden werden. Die Filme sind sehr unterschiedlich ansonsten in der technisch-ästhetischen Hinsicht. Kurze Filme, längere Filme, das geht also von 10 Minuten bis 91 Minuten Länge, also dann eben auch schon Spielfilme, halbdokumentarische Filme sind dabei. Und es sind auch ein paar Trickfilme dabei. Wir haben eben Musik gehört, typische Stummfilmmusik kann man vielleicht sofort identifizieren. Es sind also zum Teil Stummfilme, aber auch Tonfilme dabei. Und das findet sich verteilt auf zwei DVDs. Ja, das kann man so zur Einführung erstmal sagen. Ja, der Titel Der neue Mensch, der gibt auch schon einen Hinweis, wo es programmatisch hingeht. Warum gerade der Film? Was ist die, die Idee, dass viele sowjetische Künstler sich verstärkt mit dem Film auseinandersetzen und hier ihr Medium finden? Also, warum der Film? Ich bin ja kein Filmwissenschaftler und auch kein Filmexperte. Also ich gehe da auch erstmal mit der Frage ran, die du jetzt stellst, warum der Film? Und gleichwohl, man kann sie relativ einfach beantworten und daraus einiges entfalten, was hier auch wichtig ist. Der Film ist ein junges Medium, gerade zu dem Zeitpunkt auch ein junges Medium gewesen. Also Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt sich überhaupt das, was wir heute als Film kennen, als Kino kennen, das bewegte Bild. Und es ist gleichzeitig auch die erste Kunstform, wo ja im Übrigen am Anfang auch zur Debatte stand, ob das überhaupt Kunst ist oder nicht, was der Film kann, die erste Kunstform, die vollständig unter Bedingung der bereits etablierten bürgerlichen Gesellschaft, der kapitalistischen Industriegesellschaft, sich entfaltet hat. Und das gilt auch, obwohl eben Produktionsverhältnis und Produktivkraft technisch mäßig im Rückstand für die frühe Sowjetunion beziehungsweise für das alte Zarenreich Russland. Also das heißt, warum der Film? Wir haben es hier, nochmal der Titel ist Der neue Mensch, wir haben es hier zugleich mit einer Kunstform zu tun, in der von der Form her schon das Neue ausprobiert werden kann. Also das heißt, sowohl vom Material wie auch von den hier im buchstäblichen Sinne Bildern, die benutzt werden können, die technischen Möglichkeiten, die benutzt werden können, handelt es sich hier um etwas Neues und ist dafür scheinbar zunächst besonders geeignet, das Neue auch auszuprobieren. Nicht? Also überhaupt erstmal zu sondieren, was das Neue ist. Wenn ich noch eine Anmerkung machen darf, ich bin darüber auch gestolpert, weil du gesagt hast, warum so viele Künstlerinnen und Künstler, die sich auf den Film gestürzt haben, das stimmt ja so gar nicht. Also ich würde auch immer sagen, ja, ganz viele haben den Film gemacht und es sind, wie gesagt, zwei DVDs, die längst noch nicht alles abdecken, was da an Filmen auch gemacht wurde in der frühen Sowjetunion. Gleichwohl die klassische russische Avantgarde, also auch schon vor 1917,
das sind ja zum Teil sehr konventionelle Künstlerinnen und Künstler gewesen, also eben in den konventionellen Kunstformen, Literatur, Malerei, überhaupt bildnerische Kunst und auch Musik. Und wenn man so will, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe den Eindruck, und das dokumentiert sich meines Erachtens auch mit diesen beiden DVDs, ist es eher so, dass man sagen kann, dass dann doch relativ spät entdeckt wurde, welche Kraft in dem Film auch als politische Kunstform steckt. Relativ spät und gleichzeitig auch relativ früh mit dem Stalinismus spätestens dann wieder zunichte gemacht wurde. Nun ist diese DVD, ich glaube schon im Frühjahr, März, April oder so erschienen bei der Filmedition Suhrkamp. Ist eine Doppel-DVD, insgesamt knapp 7 Stunden, alles Filme, das hatte ich vorhin, das hast du auch, die entstanden sind 24 bis 32, 32. Der Cut, der Stalinismus, der durchgesetzte Stalinismus, darüber haben wir an dieser Stelle, in diesem Magazin dann auch schon zumindest andeutungsweise gesprochen. Die Filme, ich kenne sie nicht, keiner von den Moderierenden hier kennt die Filme, Roger Behrens kennt sie, der Autor ist, das hätte ich vorher auch noch erwähnen können, zum Beispiel für die Zeitschrift Tescard als Herausgeber verantwortlich ist und sich seit Jahrzehnten mittlerweile schon mit, Popkultur, mit Geschichte der kritischen Theorie, mit überhaupt kritischer Auseinandersetzung mit heutiger Gesellschaft beschäftigt. Die Frage, die mir beim Drüberblicken über das Material kommt, ist, sind das Filme, die ein Wunschbild zeigen, die kritische Impulse liefern, oder ist es tatsächlich so ein Werk von, sind es Werke von so möchten wir leben und da geben wir die Impulse hin? Es ist beides und noch mehr. Also es ist wirklich kompliziert, weil man könnte jetzt zum Beispiel nach diesen beiden Sortierungen versuchen, die Filme irgendwie zuzuordnen. Aber selbst das gilt für einzelne Filme nicht, dass man eben sagen kann, hier ist es eine quasi Utopie, ein Wunschbild von der sowjetischen Gesellschaft, hier ist es eher eine propagandistische Anweisung. Weil, was ist denn das Problem? Das Problem, meine ich, lässt sich auch heute erst wirklich im Rückblick für insgesamt die Zeit um 1917 darstellen. Das Problem ist ja, dass hier diese Oktoberrevolution unter Bedingungen stattfindet, wo eigentlich die Theorie gesagt hat, da müssten andere Bedingungen erstmal entwickelt sein, um sowas wie eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft zu ermöglichen. Also sprich, der Kapitalismus war ja noch gar nicht so weit in Russland. Gleichzeitig zeichnet sich ab, das Elend, das mit dem Kapitalismus gekommen ist, ja eben auch schon, was Marx vor Augen hat, haben wir auch als Datum 150 Jahre das Kapital im 19. Jahrhundert für die englischen Fabrikverhältnisse. Das gibt es natürlich auf quasi ökonomisch rückschrittlicher Sicht in Russland, im Hinterland von Russland, also nämlich das Elend der Landbevölkerung. Und das heißt ganz konkret, es ist Hunger, das ist die Situation. Wenn man jetzt sagt, wir wollen eine Gesellschaft umgestalten, dann ist es ja, und als Projekt für die Zeit, das muss man sich, also ich sage das jetzt auch für mich, weil ich das so wirklich in so einem buchstäblichen Sinne wahnsinnig finde, sich das auch nochmal klar zu machen, dann ist es ja unter diesen Bedingungen eines aufbrechenden Globalisierungsprozesses, Imperialismus als Stichwort für den Kapitalismus, Weltrevolution als Metapher auch, nicht mit der Idee, was hier passiert in der Sowjetunion, mit der Sowjetunion, es breitet sich aus. Dann natürlich der Erste Weltkrieg, also wirklich unter Bedingung dieses Globalbezugs eine wirklich von der menschlichen Fantasie tatsächlich revolutionäre Leistung sich vorzustellen, jetzt machen wir eine neue Welt, jetzt machen wir einen neuen Menschen. Also mit der Vorstellung, wir schaffen jetzt überhaupt Bedingungen, unter denen so etwas wie ein neuer Mensch, ein freier Mensch, ein friedlicher Mensch, ein glücklicher Mensch sich entwickeln kann. Gleichzeitig brauchen wir ja aber Elemente, die sozusagen noch nicht verdorben sind, um diese neue Gesellschaft einrichten zu können. Und das, lange Rede, kurzer Sinn, spiegelt sich auf unterschiedlichster Weise in diesen Filmen, weswegen man die nicht zuordnen kann. Weswegen auch in einigen Filmen sozusagen wirklich ein utopisches Lebensmodell vorgezeichnet wird oder vorillustriert wird, also mit Bildern gezeigt wird, mit einer
Erzählung gezeigt wird, in anderen Filmen aber eigentlich sich auch schon abzeichnet und durchaus offen kritisch abzeichnet, dass diese Idee der neuen Gesellschaft schon gescheitert ist, dass Probleme da sind, mit denen niemand gerechnet hat. Eine Sache ist mir da sehr hängen geblieben, nämlich das, was man sich ja auch vorstellen kann als Problem. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, jetzt haben wir die Revolution gemacht, jetzt haben wir alle Zeit, um mal auszuprobieren, hier und da zu experimentieren, was so passieren kann jetzt mit der Menschheit, sondern ein enormer zeitlicher, individuell lebenszeitlicher Druck, aber auch historischer Druck, gewissermaßen sofort in so eine Systemkonkurrenz reinzukommen, eben weil klar ist, hier ist die Sowjetunion, aber die restliche Welt bereitet sozusagen schon den nächsten Weltkrieg vor. Die faschistischen Bewegungen sind auf dem Vormarsch. Also nochmal der Zeitraum der Filme, das endet quasi mit dem Nationalsozialismus 33 dann in Deutschland und Europa. Italien geht ja Mitte der 20er Jahre los. Also unter diesen Gesichtspunkten geht es ja nicht einfach nur darum zu sagen, das ist jetzt die tolle Sowjetunion, sondern, und das gibt es eben bei einigen Filmen dabei, Der Weg ins Leben zum Beispiel, unter diesen Gesichtspunkten eben auch das Scheitern, die Schwierigkeiten dieser neuen Gesellschaft und auch des neuen Menschen. Was ist der neue Mensch? Ist das eine biologisch neue Konstruktion? Was gibt es da für psychische Probleme? Was passiert denn mit der Vergangenheit, mit der Geschichte, die man selber hat, die die Gesellschaft hat? Wird die weggeschmissen? Wird die doch irgendwie beerbt? Was passiert mit den Institutionen, die noch gar nicht da sind? Woran wird sich da gemessen? Und das ist jetzt eine Filmauswahl, die das auf unterschiedlichster Ebene, wie gesagt, es geht bis zum Trickfilm und Trickfilme hier mitunter fast so als Kinderfilme, durchgespiegelt wird. In einer Besprechung zu dieser Doppel-DVD im Spiegel findet man da so Worte wie durchschaubare Pädagogik oder die Idee des neuen Menschen, die kann durchaus abgetan werden als pure Propaganda. Du hast in der Besprechung in der aktuellen Zeitschrift der Konkret, in der aktuellen Ausgabe, vor allem einen Film hervorgehoben, einen Stummfilm, Der Mann, der sein Gedächtnis verlor, im Jahr 1928, vielleicht ganz konkret an dem Beispiel. Was ist das Eindrucksvolle? Also das Eindrucksvolle bei dem Film ist, dass eben es wirklich offen um die Frage geht, wenn man das so will, wie du das jetzt zitierst aus der Spiegelbesprechung, es kann keine Propaganda sein. Ja? Also es geht nicht einfach darum, dass man sagt, jetzt ist Revolution, jetzt ist Weltgesellschaft, Weltrevolution und jetzt ist Sowjetrepublik angesagt. Und jetzt seid mal alle ein bisschen sozialistisch, sondern die Menschen sind kaputt. Und was jetzt dieser Film zeigt, ist, dass der quasi alles andere als so eine billig propagandistische Konfiguration bietet. Also der rekonstruiert Biografie unter Bedingung, dass eigentlich Biografie so noch gar nicht, also Biografie jetzt wörtlich als das Schreiben des eigenen Lebens, das Erzählen des eigenen Lebens, noch gar nicht erzählt werden kann. Ja? Also eben diese Frage, was ich eben meinte auch, es ist noch gar nicht klar, wie gehe ich jetzt mit meiner Geschichte um, auch als Geschichte des Leidens, aber vielleicht auch als Geschichte des Glücks und wie gehe ich mit überhaupt der vergangenen Geschichte der Gesellschaft, in der ich lebe, um und was entsteht hier überhaupt an Gesellschaft. Also deswegen ist es also es bezeichnend, dass dann sozusagen in bürgerlichen Feuilleton man immer wieder dahin kommt und sagt, oh, der neue Mensch ist eine ganz totalitäre Idee und propagandistisch durchschaubar. Was da nicht vergessen werden darf, ist, wie neu das zu dem Zeitpunkt war und dass das, was hier in produktiver, ästhetisch, materialästhetisch, aber auch sozialästhetisch produktiver Weise nicht nur in dem Film Der Mann, der das Gedächtnis verlor, gemacht wird, dass das eigentlich eine Vorlage geliefert hat für vieles, was heute sowohl im Unterhaltungskino wie auch im Lehrfilm gang und gäbe ist und auch in der Pädagogik gang und gäbe ist. Und es ist eben interessant zu sehen, dass in so einem kleinen Zeitfenster, was gewissermaßen zwischen 1917 und Stalinismus aufgespannt ist, wo die Filme ja nachträglich kommen, dass in diesem Zeitfenster Dinge passiert sind auf diesem Planeten,
von denen heute niemand mehr redet und einem dann heute auch nichts Besseres einfällt, als zu sagen, ach, das ist ja alles der neue Mensch, ne? Das sind propagandistische Ideen und alles durchschaubar und gesteuert von oben. Das ist es nicht. Also gerade der Film hier, das ist eben ein Spielfilm, der aber auch narrativ sozusagen seine Thematik der Erinnerung, das Problem der Erinnerung, das aufnimmt in der Weise der Bilder, die man jetzt natürlich sehen müsste, wie sie funktionieren. Aber das nur sozusagen als Tipp, man soll sich da nicht beirren lassen. Ich darf noch ein Wort zu Propaganda sagen. Das ist ja zu dem Zeitpunkt gerade erst dabei, sich weltweit zu etablieren. Nicht? Also das macht man ja auch sehr leichtfertig, dass man sagt, ja, Sowjetunion und so, das ist Propaganda, so eine Sache der Sozialisten und das haben dann nachher die Nazis aufgegriffen. Das stimmt ja so nicht. Das Wort, das etabliert sich ja in derselben Zeit, in den 1920er Jahren in den USA, aus der Kriegspropaganda des Ersten Weltkriegs kommt, als Terminus, der jetzt wichtig wird für diese fordistische Gesellschaft im Bereich des Konsums, für die Reklame. Und auch das spiegelt sich in gewisser Weise in der frühen Sowjetgesellschaft. Ich will das nur in einem Bogen noch sagen. Wenn man jetzt eine neue Gesellschaft macht mit dem neuen Menschen, dann ist es nicht nur so, dass man den alten Menschen hinter sich lassen will, den Entfremdeten, Entrechteten, Geknechteten und so weiter, sondern man hat es gleichzeitig mit einem neuen Menschen auch zu tun, auf dem anderen Teil der Welt, nämlich in den Vereinigten Staaten, mit den Konsumentinnen und Konsumenten, also die in ganz anderer Weise mit dem Fordismus jetzt auch an dieser kapitalistischen Gesellschaft partizipieren. Das ist ja auch ein anderer Kapitalismus, zumindest von den Lebensweisen, die er ermöglicht in den Großstädten, als das, was im 19. Jahrhundert irgendwelche Bauern erlebt haben oder was Marx eben beschreibt mit den englischen Fabrikstädten. Und also deswegen, da wäre ich jetzt sehr vorsichtig mit so einem Pauschalurteil. Und wenn es da eben diese propagandistischen Elemente gibt, ja, dann sind das welche, die sind nahtlos eingegangen in die bürgerliche Pädagogik auch und auch in das bürgerliche, heute verbreitete Kulturprogramm.